Moin, moin, Freunde meines Kanals und schön, dass ihr zu diesem kleinen Sonntagsvideo eingeschaltet habt. Es freut mich sehr, hier bei Matze investiert. Schön, dass du da bist. Heute ist der 10.04.2022 und ich habe mir gedacht, ich mache nochmal ein kurzes, schnelles Video an diesem Sonntag, weil ich einfach nochmal ein paar Gedanken ja mitteilen möchte. Ihr wisst es ja, für mich ist Matze investiert, dieser Kanal, auch ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Ja, ich will mich da auch ein bisschen mitteilen und ein bisschen so meine Gedanken sortieren und einfach auch versuchen, die Dinge, ne, so zu erklären oder auch darzustellen, wie ich sie wahrnehme. Mag nicht immer gerechtfertigt sein. Ja, jeder hat so seine subjektive Wahrnehmung, das wisst ihr ja alle. Und dementsprechend kann ich auch Dinge mal falsch wahrnehmen. Es muss nicht immer alles akkurat sein, was ich erzähle. Oder anders formuliert, wie ich das empfinde, so rum, ja. Nichtsdestotrotz ist es ja dann gerade praktisch, wenn man viele, viele Leute um sich herum hat, mit denen man eben diskutieren kann, ja. Ich mache mittlerweile, ich will es euch mal zeigen hier, guck mal, so ungefähr 2 bis 3 Videos am Tag. Das ist schon echt eine Hausnummer. Ihr wisst es ja, ich habe noch einen zweiten Kanal, Nimra TV, Let's Play, Gaming, Retalk, dies, das und jenes. Falls euch sowas interessiert, schaut doch gerne mal bei Nimra TV vorbei, würde ich sagen. Okay, genug der Eigenwerbung. Gehen wir ins Thema hinein, Thema Goldstandard. Ja, es wird ja neben dieser großen Profiterie zum Thema Crash, da habe ich ja gestern ein Video gemacht, wo man ja mittlerweile prophezeit, dass der Crash mindestens 90% ausmachen wird und sozusagen ja Aktien, Immobilien und verschiedene andere Assetklassen um 90% abwerten könnten, gibt es ja noch eine zweite Profiterie, die momentan durch die Gegend geistert, und das ist der Goldstandard. Ja, eins mal vorweg, natürlich finde ich den Gedanken Goldstandard interessant, ja, aber ich möchte auch, obwohl ich ein Mensch oder ein Typ bin, der natürlich Gold und Silber toll findet, ja, weil sonst hätte ich diesen Kanal nicht und Aktien toll findet und auch verschiedene andere Assetklassen toll findet, möchte ich trotzdem bei der Wahrheit bleiben, ja. Und die Wahrheit ist, dass es momentan keinen Goldstandard gibt, so wie es ja in verschiedenen Stellen behauptet wird. Ich möchte euch da mal kurz einen kurzen Absatz vorlesen, der das Ganze vielleicht ganz gut erklärt. Hunderte User haben Ende März 2022 auf Facebook einen Text geteilt, wonach die russische Zentralbank angekündigt habe, die russische Währung Rubel an Gold zu koppeln. Durch den sogenannten Goldstandard habe Russland den Wert des US-Dollars um etwa 30% gedrückt. Ihr habt vielleicht diese Nachricht mitbekommen. Die russische Regierung hat jedoch nicht angekündigt, den Rubel an Gold zu koppeln. Die russische Zentralbank hat lediglich mitgeteilt, wieder Gold kaufen zu wollen, was für Zentralbanken übliche Praxis ist. Also insofern kann man hier schon mal festhalten, dass es nicht nur die einzige Zentralbank in Russland ist, die Gold gerne kauft. Was ihr jetzt mit diesen Gedanken macht, das, also ja, oder anders formuliert, diese Gedanken überlasse ich euch, warum Zentralbanken plötzlich der Meinung sind, sie müssen Gold kaufen. Ja, es gibt ja, ihr wisst es ja, es gibt ja ganz viele User da draußen. Gott sei Dank hält es sich in meinem Kanal in Grenzen, die immer der Meinung sind, Gold braucht kein Mensch, dies, das und jenes. Und laberababer, und ihr kennt das alles, ja. Für mich ist dieses Argument, wenn Zentralbanken Gold kaufen müssen, einfach das schlagkräftigste Argument, was man in dieser Zeit irgendwie anführen kann, weil letzten Endes, warum sollte sie das tun, wenn es einfach ein nutzloses Asset ist, wenn es irgend so ein nutzloses Metall von der linken Ecke wäre, ja, holla die Waldfee, warum soll dann eine Zentralbank, ja, versuchen, das unter Kontrolle zu halten, indem sie es halt zum Beispiel kauft? Ist ja, ne, also, wie gesagt, da müsst ihr selber drüber nachdenken, wie ihr sowas wertet. Okay, aber zurück zu dem Artikel. Ein Finanzexperte erklärte zum Beispiel gegenüber AFP, dass die Zentralbank Gold zu einem festen Kurs verkaufen müsste, damit die Währung an Gold gebunden werden könne. Okay, soweit so gut. Hunderte Facebook-Nutzerinnen und Nutzer haben Ende März den Goldstandard-Behauptung geteilt. Okay, das ist zum Beispiel mir komplett vorbeigegangen. Ich habe das zum Beispiel nie behauptet. Ja, das möchte ich mal ganz deutlich festgehalten haben. Und ich habe das so auf Facebook auch nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Die Behauptung in den Facebook-Beiträgen heißt es fast wortgleich, die russische Zentralbank hat offiziell angekündigt, dass die russische Währung den Rubel ab dem 28. März 2022 in Gold gebunden sein wird.
Die Rate beträgt 5000 Rubel pro Gramm Goldbarren. Weiter rechnen die User vor, dass eine 28 Gramm schwere Unze Gold, was übrigens Schwachsinn ist, weil eine Unze Gold hat 31,10 Gramm und 28 Gramm, das ist die Handelsunze, das sollte man wissen. Das auch nochmal für euch so als kleiner Tipp, wenn ihr mal Gold und Silber kaufen solltet, kauft sogenannte Feinunzen und nicht Handelsunzen. Ja, das ist auch so ein gern geworben, also so ein gern umgangener oder so ein gern genutzter Trick, zum Beispiel auf eBay auf der Bucht, wenn man dann schreibt eine Unze, ja, eine Unze Silber, eine Unze Gold. Lest da bitte genau, weil das sind auch schon, da ist schon der ein oder andere drauf reingefallen. Eine Unze ist eben nicht immer gleich eine Feinunze, sondern es kann sich auch hier um eine Handelsunze handeln. Und in der Tat hat eine Handelsunze eben nur in Anführungsstrichen 28 Gramm. Ja, also das ist schon mal so der erste Punkt, woran du erkennst, okay, diese ganze Nachricht ist einfach reiner Schwachsinn, weil wäre das eine seriöse Interpretation, dann müsste man ja von einer Feinunze ausgehen und das steht hier so nicht da. Hier geht man von 28 Gramm aus. Ja, und das ist schon wieder Blödsinn. Also 28 Gramm schwere Unze Gold, somit 1400 Dollar wert sei, statt 1,29 Dollar. Russland hat gerade weltweit etwa 30% des Wertes des US-Dollars in Gold Baryon ausgelöscht, heißt es schließlich, und so weiter und so bla und so weiter und so fort, bla 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 und dies, das und jenes. Ja? Also, um das kurz zu machen, wenn solche Nachrichten irgendwo auf Facebook oder aber auch auf Instagram oder auf Twitter durch die Gegend kursieren, ja, dann schaut doch ein bisschen genau, woher kommen diese News? Ist das irgendein Typ, der wo gerne einfach nur, und das ist leider Gottes auch die Wahrheit dahinter, Panik verbreiten möchte? Es gibt natürlich auch Menschen, die solche Situationen wie im aktuellen Fall gerne dazu nutzen, um schier Panik zu verbreiten. Ja, deswegen war es mir zum Beispiel auch im gestrigen Video ein Anliegen, ein bisschen diese Panik rauszunehmen, ja, weil ich meine, Peter Schiff ist zum Beispiel jetzt schon auch ein seriöser Star-Ökonom und Trader. Nichtsdestotrotz sind solche Aussagen wie 90% und der Crash wird 90% ausmachen und ihr werdet alles da draußen verlieren und eure Immobilie wird nicht mehr 200.000, sondern vielleicht nur 1.000 Euro wert sein, also im übertragenen Sinne, ne? Also dann halt 5 Millionen. Das sind Nachrichten, die braucht kein Mensch. Ja, also das sind Nachrichten, ich meine, schaut euch um. Die Menschen haben doch so oder so schon im Moment, im aktuellen Fall, genug mit verschiedensten Situationen zu kämpfen. Ja, wenn du zum Einkaufen gehst, in einen Discounter oder wenn du nur zum Tanken fährst, ja. Ich kenne ja genug Berichte von Leuten, die sich momentan auch ziemlich beschweren, weil von der Regierung immer wieder gerne so dieses Argument in das Feld geführt wird oder in das Feld geführt wird. Ja, grün, 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 grün muss die Welt sein und fahrt doch alle mit Bussen und mit Taxi oder mit Bahn, dies, das. Ja, also mit Taxi braucht man gar nicht diskutieren, weil ein Taxi wird sich wahrscheinlich die wenigsten Leute irgendwie leisten können, gerade im Umland. Ja, und Busse ist das halt auch so, dass nicht jedes Dorf eine perfekte Busanbindung hat. Das ist einfach Lug und Betrug. Es wird überhaupt nichts irgendwie an Linien ausgebaut in Deutschland. Das ist alles nur Augenwischerei. Ja, das ist einfach nur plumpe Augenauswischerei, um Argumente ins Feld zu führen, die man irgendwann einmal auf irgendein Papier geschrieben hat, aber nie in irgendeiner Weise wirklich ernsthaft umgesetzt hat. Ja? Und was bringt es einem Menschen, vom Auto wegzugehen? Ich weiß schon, das ist jetzt momentan ein bisschen so B2-Topic, ja, also so Off-Topic. Aber was bringt es einem Menschen denn, wenn er plötzlich ja vom Auto das Autofahren bleiben lässt, aber einfach nicht die möglichen Verbindungen hat, um einfach in die Arbeit zu kommen, ja, mit Bus oder dies, das und jenes. Und es ist halt auch so, dass nicht in jedem Dorf um die Ecke ein Bahnhof steht, ja, das ist einfach Schwachsinn. Insofern, worauf will ich hinaus? Die Menschen haben genug zu tun mit ihrem eigenen Leben momentan, ja, und Stagflation, Inflation, ihr wisst es selber, es wird momentan vieles teurer, die Wirtschaft bewegt sich kein Millimeter weiter oder nur geringfügig weiter, also in dem Fall Stagflation, obwohl trotzdem immer mehr und mehr teurer wird, und die Leute nicht unbedingt jetzt so die absolut großen Gehaltserhöhungen hinterhergeschmissen bekommen. Ja, also mal so als Beispiel, da streitet man sich in der Regierung, ja, ob 300 Euro für die Pflege schon wieder zu viel Geld ist, dies, das und jenes. Also, ne, man hat hier, da kann man noch nicht mal dieses Argument zählen lassen, dass man in Deutschland groß Helikoptergeld verteilt oder so, weil das ist auch schon wieder nur Augenauswischerei. Ja, wenn man sagt, oh, liebe Freunde, ihr bekommt 300 Euro, weil, ne, ja, wart, ist systemrelevant und dann müsst ihr von diesen 300 Euro auch noch die 300 Euro versteuern und bekommt am Endeffekt vielleicht mit gut Glück bei Lohnsteuerklasse 1, wenn ihr seid, oder aber auch Lohnsteuerklasse 4, es wäre ungefähr gleichwertig, ja, spielt ja keine Rolle, ob 3, 5 oder wie auch immer, ja, dann kriegst du vielleicht 100,
20, 130, 140 Euro wieder raus, ja. Und das ist halt, das ist diese Augenauswischerei, was ich meine. Und im Endeffekt haben die Menschen momentan genug zu tun. Insofern, wenn du, wenn ihr solche Nachrichten liest, ja, so Goldstandard und das System ist jetzt am Kippen oder Crash 90%, ja, dies, das und jenes. Nehmt da ein bisschen Abstand davon. Natürlich, es kann sowas geben. Es kann, und ich bin ja auch selber davon überzeugt, das habe ich ja auch oft genug in meinem Video schon gesagt, dass wir am Ende eines Systems, eines Systemszyklus stehen, ja. Ich habe aber auch gesagt, dass so ein Systemzyklus auf verschiedensten Arten und Weisen ausgeschlichen werden kann, ja, oder verändert werden kann. Gerade so Veränderungen für Menschen sind ja meistens sowieso schon schwer zu verstehen oder zu tragen oder mitzutragen. Insofern wird die Regierung mit Sicherheit nicht so weit gehen, zumindest das ist meine persönliche Meinung, um ja eine Revolution auf, ja, buchstäblich zu riskieren, ja. Insofern wird man das halt so weitermachen, wie man es halt bisher gemacht hat, mit der sogenannten Salamitaktik, Scheibchentaktik. Man wird halt den Menschen nach und nach immer wieder eine Scheibe präsentieren und dann wird man halt sehen, wie gehen die Menschen damit um, ja. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass man plötzlich das System auf Null schaltet und plötzlich gibt es morgen kein Euro mehr oder plötzlich lässt man die Börse komplett auf Null crashen. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, wie viele Milliardäre und wie viele wirklich sehr reiche Menschen ebenfalls in der Börse oder sozusagen in Aktien oder in verschiedenen anderen Assetklassen diversifiziert sind. Das sind ja nicht nur wir normalen Privatanleger. Ja, das geht ja weit darüber hinaus. Und natürlich haben auch mächtige Leute was zu melden. Ja, klar. Ja, also... Wer glaubt denn das nicht? Und natürlich wird da ein Amazon-Chef was dagegen haben. Und natürlich wird auch ein Tesla-Chef was dagegen haben, wenn plötzlich es keine Aktien mehr geben würde. Ach komm, sei doch mal ehrlich. Also wir leben immer noch in einer kapitalistischen Welt und solange es mächtige, reiche Leute geben wird, die einfach dieses System weiter melken wollen werden, werden sie das auch tun und dann werden sie das auch versuchen durchzusetzen. Und dann wird es mit Sicherheit auch dieses System, wie es zumindest im aktuellen Fall ist, weiter wie ein Kaugummi, ne? Wie so ein Kaugummi in die Länge gezogen. Ja, ihr habt es ja selbst schon mal im Internet mitbekommen mit diesem sogenannten Great Reset. Da spricht man ja auch von 2030, 2035. Und holla die Waldfee, das sind halt auch noch ein paar Jahre bis dahin. Ne? Ich meine, das sind mindestens noch 10 Jahre oder maximal oder ja, also von 2022, 2032, also mindestens 10 Jahre noch. Ja, also insofern, und dann mal gucken. Und da kann man sich ja wappnen, Gold, Silber kaufen, nebenbei nicht immer übertreiben, nicht gleich 50 Millionen Euro da in Gold reinstopfen, sondern das, was ihr halt frei zur Verfügung habt, was ihr nicht unmittelbar zum Leben braucht, ja. Also mal, weiß ich nicht, 100 Euro und dann ist das auch okay. Und ganz ehrlich gesagt, ist das wahrscheinlich auch die Summe von vielen Menschen, die ungefähr so diesen Wert widerspiegelt, was viele Menschen sozusagen zur Verfügung haben, ja. Mehr wird das nicht sein. Also verabschiedet euch von dem Gedanken, dass die meisten Menschen hier pro Monat 1.000, 2.000 Euro investieren können. Das ist einfach auch Krampf, ja. Und wenn du dann wieder solche Videos hörst von verschiedenen Zähne-Guys oder Zähne-Womans, wie auch immer, ja, kauft ihr jetzt für 5.000 Euro, weil morgen dies, das und jenes, Humbug, Schwachsinn. Auch morgen wird noch gefressen, auch morgen wird es noch Menschen geben, wenn nicht gleich irgendwelche Atomwaffen irgendwo durch die Gegend fliegen. Und ganz ehrlich, das ist ja auch so eine, wisst ihr, das ist auch wieder so ein Vergleich in den Medien, oh, wer hat die meisten Atomwaffen, dies, das und jenes. Wie gesagt, keep cool. Ja, ich hoffe, ich kann da ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen, ein bisschen diesen Druck rausnehmen, ja? Also man muss sich nicht im Internet da verlieren und meinen, morgen ist hier alles vorbei. Keep cool. Keep cool. Anlage mit Köpfchen. Ich sag's immer wieder, Anlage mit Köpfchen. Schön weiter nachhaltig, langfristig investieren, diversifizieren, weiter investieren, Anlage betreiben, Gold, Silber, Aktien, Sorten, was auch immer. Kryptowährung, wie immer ihr auch mögt, ja, weiter diversifizieren, breit gestreut, nie bereut, etc. und so weiter. Gibt's genug Sprüche, ja. Insofern, danke für eure Zeit, für diesen wunderschönen Sonntag, würde ich sagen. Und wir werden sehen, wie es nächste Woche weitergeht mit den Gold- und mit den Silberpreisen. Lasst mir gerne einen Daumen nördlicher Richtung da und ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, falls ihr gerne meinen zweiten Kanal folgen wollt und euch ein bisschen die Seele baumeln lassen wollt, mit meinen Let's Plays seid ihr auch da gerne eingeladen vorbeizuschauen. Kuss geht raus, viel Liebe, ciao mit V, euer Matze.